Wir reagieren heute auf, wenn man zum Friseur geht von Philipp PSD, der Kartoffelpaluten. Die muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Die Friseure machen wieder auf. Coroni. Oder schließen sie bald wieder, ist egal. Zumindest sind jetzt irgendwas mit Friseuren war wieder. Vielleicht ist ja auch, es wird ja auch bald wieder von Lockdown geredet, wird dann wieder wird dann wieder Verschärfungen und so weiter. Aber ja, egal, lass uns nicht zu viel über Corona reden. Friseure sind jetzt ein aktuelles Thema. Das ist das da. Darum geht dieses Video. Let's go. Dieses Mal bitte nur die Spitzen schneiden. Ja, gut, bei mir beim Frisur, das ist kann man ist halt, also meine Frisur, also bei mir ist nicht wirklich, ihr könnt mal von hinten angucken, ist ein bisschen was, da müsst ihr auch mal wieder zum Friseur. Und ich schreibe, ich lasse einfach wachsen, entweder bis zum Boden oder bis zur Decke, je nachdem, wann die Schwerkraft greift. Es ist einfach, ich muss mal wieder schneiden, weil hinten ist halt wirklich schon, hinten wächst mir fast wirklich bis zur Schulter schon. Aber vorne hier, ihr seht schon, wenn ich meinen Kopfhörer absetze, das ist halt hier wirklich, es ist hier, könnt ihr gleich live mal begutachten, meine Platte hier. Das ist halt, da wächst mir oben nichts mehr, da ist halt, es wird halt, das sind halt keine Geheimratsecken, das sind, Geheimratsparkplätze, das ist halt vorne Glatze, hinten Party oder was ungefähr. Das sind halt Geheimratsparkplätze, das ist halt, das seid ihr wirklich, ja. Die einzelnen Haare, die mir hier von vorne runterhängen, das ist halt nicht in meinen Haarausfall. Ich gehe trotzdem ab und zu zum Friseur und lass mir das schneiden und das ist dann halt. Und dann sieht man, dann lässt mir auch meinen Bart schneiden und dann sieht auch wieder ganz in Ordnung aus. Dann sieht er nicht so. Den Bart lasse ich wirklich frisieren. Der sieht danach auch ordentlich aus. Ich empfehle Haar aus der Dose. Ach man, jetzt macht sich Modi über mich lustig. Ja, so sah meine Frisur früher aber auch aus hier mit, also. Weil ich selber so wollte, das ist so, ich hatte nie wirklich Bock auf Haare schneiden. Ich wollte nie irgendwie, ich habe immer gesagt, ja, mach irgendwas, mach hier ein bisschen kürzer, da ein bisschen kürzer. Hatte ich auch kein Problem mit. Ich war nie wirklich, die Haare haben mich nie gejuckt. Bis sie mir dann ausgefallen sind, dass ich dann keine mehr hatte, jetzt juckt es mich dann doch irgendwie ein bisschen. Jetzt hätte ich dann schon irgendwann mal wieder, ja, mit Frisuren ist halt nicht viel. Früher konnte ich noch ausprobieren, da wollte ich nicht ausprobieren, jetzt kann ich nicht mehr. Ja, Ja, das finde ich, mache einfach kurz und Seiten auf 2. Seiten auf 0, Seiten auf 0. Genau. Leute, vor einem Jahr sah es vom Friseur ungefähr so aus. Ja. Und Lockdown. 2021, nimm mein Geld. Damit kehrt. Jetzt wollen halt alle wieder zum Friseur und stürmen halt alle hin. Das ist, weil die, jetzt habe ich die Worte verloren, jetzt fehlen mir die Worte. Ja, weil einfach Friseur ist ein Grundbedürfnis, das ist einfach, da wollen einfach alle, das gefühlt für jeder ist für jeden, es ist Essen, Schlafen, Friseur gehen, Scheiß auf Pandemie, das ist halt, Friseur ist halt einer der drei wichtigsten Grundbedürfnisse. Essen, schlafen, Friseur, arbeiten. Auch die Hat Probleme man so das zurück, Gefühl die manchmal. ich beim Friseur habe. Du kommst rein, bekommst einen Platz, so weit, so gut. Dann geht's ans Haare waschen. Ich weiß, viele finden's geil, aber für mich ist das die Hölle. Zum einen kriege ich da immer. Haare waschen, hab ich wirklich nie gemacht. Also, ich weiß es nicht, ob das irgendwie. Ich habe schon vorher die Haare gewaschen. Ich habe mir die Haare gewaschen, bin dann mit gewaschenen Haaren zum Friseur hingegangen. Das ist also insofern, ja, also Haare waschen habe ich bisher wirklich, das ist eine der Sachen, die ich noch nie erlebt habe. Ist mir bisher nie vorgekommen. Vielleicht, weil ich immer mit gewaschenen Haaren hingegangen bin, war es nicht nötig. Das, ja.
voll die Nackenstarre. Zum kann anderen zu passen die einfach nie auf und das ganze Wasser sammelt sich im Nacken. Oder noch weiter unten. Als nächstes wirst du gefragt, was du trinken möchtest. Beste mal. Vorher duschen und dann schneiden lassen. Ja, genau, richtig. Das ist vorher. Das ist auch so, das ist so auch eine, so eine Sache. Man geht zum Friseur, also geht zum Friseur und lässt sich vorher, geht vorher duschen. Das ist halt so, ist wie vom, wie auch bei den, war das nochmal hier bei den, ich meine, ich hatte nie eine Putzfrau, wir hatten auch nie eine Putzfrau in, also bei meinen Eltern, aber das habe ich gehört von anderen, die eine Putzfrau haben. Also wenn man eine Putzfrau einlegt, putzt man vorher nochmal durch. Das ist halt Besen rein, nochmal durchputzen. Das ist halt, ja, auch so eine Angewohnheit. Muss man halt einfach, warum man, ich bestätige doch, damit putzt und damit das, also ist schon verständlich, dass man, wenn man zum Friseur geht, dass man dann, dass man ungewaschen kommt, das ist durchaus drin, das kann, also das ist, man muss nicht aus Höflichkeit, oh, jetzt habe ich mich beim Sprechen verstuckt, sehr schön. Was wollte ich sagen, ja, es ist durchaus machbar, es ist nicht, es ist ein bisschen seltsam, aus Höflichkeit dort, sich vorher, gibt es ja einige, die sagen, ich kann ja nicht zum Friseur gehen und dann schlecht aussehen, das ist, ich muss ja, what the fuck hat dieser Mann für einen Friseur zu trinken? Bei einem südländischen Friseur gibt es für einen Stammkunden einen Kaffee für 5 Euro, das war's. Ja, der hat einen Sachsen-Tee. Was zu trinken aus. Sehr viel zu heiß. Sachsen-Tee. Nächstes wirst du gefragt, was du trinken möchtest. Bist immer wild. Sachsen-Tee. Sehr viel zu heiß ist. Dann stell. Ist also trinken habe ich auch nicht, habe ich irgendwann schon mal trinken beim Friseur bekommen, also gefragt, also ich, also wenn, dann habe ich es irgendwann abgelehnt. Ich weiß nicht, ob, also Wasser wird glaube ich mal angeboten, also ich glaube, also Wasser ist durchaus möglich, vielleicht wurde ich schon mal gefragt, aber ich, es ist halt, es, nee, es, ich habe auch, also wenn dann, wenn dann wurde ich irgendwann mal einmal gefragt, aber ich schüttel auch immer mit dem Kopf, weil ich vorher und nachher trinke und dann nicht, ist halt, ich gehe nicht zum Friseur, um was zu trinken, das ist halt. Und wenn dann, also Tee kann ich mit, Tee glaube ich nicht, absolut nicht. Wenn, dann kriegst du ein Wässerchen, stilles Wässerchen aus der Leitung. Ja. War bei mir wirklich nie. Lass den Tee weg, damit er abkühlen kann. Glaub, aber, wenn er dann trinkt. Warte mal kurz. Möglich ist, ich meine, wenn ich mich jetzt, ich meine, jetzt fest versuche, da zu erinnern, ich meine, bei meinem Friseursalon, wo ich hingehe, ist es wirklich möglich. Ich meine da wirklich, ich meine da sogar schon mal Gläser und ich glaube, Kaffee und Tee lässt sich, ist dort möglich zu nehmen. Es ist wirklich, also, ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass da wirklich die Option besteht bei mir. Aber. Ich glaube, da musst du auch bei mir, also da, wo mein Friseur sagen, das musst du drum bitten, also du wirst darum gefragt, musst du schon sagen, darf ich einen Kaffee haben oder das, da, darf ich das, also ist das jetzt, also ist schon, ist im Service wahrscheinlich mit drin, aber pff, wahrscheinlich wollen es die meisten nicht. Bei ist, sind lauter Haare drin und dann liegen da immer diese Klatschzeitschriften, die keine Sau interessieren. Klatschzeitschriften kenne ich eher vom Arzt, vom im Wartezimmer beim Arzt, da, dann hingen immer die, beim Friseur habe ich, obwohl habe ich auch schon gesehen, aber es, da muss ich wirklich sagen, also die sind halt nur im Warteraum und die, ich habe noch nie wirklich lange bei einem Friseur gewartet, weil ich da auch reinkomme und weil ich da mit einem Termin reinkomme, macht sich vorher ein Termin und dann, wenn ich ankomme, dann ist der auch frei, dann ist dann da, ist dann halt nicht, habe ich halt 13 Uhr einen Termin und komme ich um 12.55 Uhr hin und dann ist auch schon, sorry, ich bin 2 Minuten zu früh, können wir jetzt schon mal, bis ich mir die Jacke ausgezogen habe, das ist 2 Minuten zu früh, dann können wir, da ist noch eine andere Person vielleicht im Salon und ist dann halt, ja, ist ein Stuhl frei für mich und da kann angefangen werden.
Schwein. Was? Prinz Harry ist schwanger? Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ein Ding war, aber als Kind durfte ich mir immer Frisuren aus den Katalogen aussuchen. Ich wollte natürlich immer nur die ganz coolen Frisuren. Bin am Ende dann komischerweise doch immer nur mit einem Pilzkopf aus dem Laden rausgegangen. Laut Brigitte. Ich bin auch mit einem Pilzkopf aus dem Laden gegangen, aber ich wollte das so. Ja. Es war halt, ja. In Zeitschriften kenne ich aber auch entweder die aktuelle Bild oder die eine alte Brigitte aus 1995. Ich kenne das nur aus Wartezimmern von Ärzten. Also wenn ich irgendwo beim Hausarzt war oder Zahnarzt auch, das ist halt, da kenne ich die dann. Da gibt es auch immer welche für Kinder, wo es dann immer, also beim Arzt kenne ich das. Immer so kleine, die Klexi-Zeitschrift und so weiter und das, was da immer, was da immer für Bibi und Tina und Benjamin Blümchen, was da alles im Kinderregal drin liegt. Die habe ich früher gerne gelesen, die Kinderzeitschriften. Aber das ist halt die Erwachsenenzeitschriften. Habe ich bestimmt auch mal gelesen, wie ich lange gewartet habe, aber also vom Friseur nicht, vom Arzt kenne ich das. Ich warte ja nie, also im Warteraum liegt, glaube ich, einiges, aber ich warte ja nie beim Friseur, das ist ja. Das ist eine Trendfrisur. Das größte Problem ist jedoch der Friseur an sich. Nicht mal, weil er immer so ein bisschen mehr wegschneidet, als du es eigentlich wolltest, sondern wenn er mit dir keine Unterhaltung führt. Ich hab mir auch. Muss mal was trinken. Mögen Sie Hunde? Weil ich habe einen Hund. Ich hasse Hunde. Mein Friseur labert viel zu viel mit mir. Das ist. Kann ich auch mal wieder sagen, mein Friseur. Meine Friseurin redet viel mit mir. Das ist wirklich, manchmal wünsche ich mir wirklich, die würden nicht so viel mit mir reden. Die fragen mich dann immer raus, und wie war's die letzten Wochen? Den letzten Monat, das letzte halbe Jahr, seit du nicht hier warst? Wie läuft's im Job? Wie läuft's mit der Familie? Mit der Hund, mit der Kasse, mit den Kindern. Ja, manchmal wünscht man sich da wirklich, dass da in Ruhe gelassen wird, dass da ein bisschen erzählen, wie ich gut an meine Frisuren ist, wirklich Gespräch, das dann wirklich dann ist dann halt immer, da ist auch der Friseur, wo die ganze Familie ist, meine ganze Familie geht dorthin und das ist dann auch, die kennt die Familie schon, das ist dann halt, wie geht's denn der Schwester? Wie geht's denn der Mutter? Wie geht's dem Onkel? Wie läuft's mit den Kindern? Immer noch im Keller. Ja, dann erzähle ich ihnen, wie ich die Kinder im Keller gefüttert habe und wie es bei mir. Ja, wie nervig das ist immer, dass die nicht immer richtig für mich arbeiten, die Kellerkinder, und wie das dann immer. Ja, wie ich sie dann immer vorm Amt verstecken muss und so. Es ist halt. Ja. Manchmal ein bisschen nervig, aber. Du sitzt dann also da und lässt es über dich ergehen. Tief im Inneren weißt bereits, das wird so gar nicht aussehen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wie gefällt's dir? Wir können deine Haare mit Gel noch ein bisschen stylen. Ich find's spitze. Nach 20 Minuten Haare zu kurz schneiden, zahlst du dann 18 Euro und als Mädchen 45? Das ist wirklich so, kann ich bestätigen. Meine Schwestern haben auch immer 45 bezahlt. Ich meine, es ist als Junge 18, als Mädchen 45. Kurz mal die Spitzen schneiden, das ist. Ich hab's auch nicht versteht, warum verstanden. Das ist, warum gehen Frauen zum Friseur? Das ist halt. Das ist halt. Kramst du hin, Spitzen schneiden. Das ist, die kommen zurück und sehen genauso aus wie vorher. Ich komme vom Friseur und der Yeti ist rasiert worden. Das ist halt wirklich so. Das ist lustig, weil es war alles. Die Schwester ist immer. Ich meine, zum Glück ist es noch nicht meine Freundin. Wenn es meine Freundin wäre, wenn die Freundin nach Hause kommt und ich frage, bemerkst du was? Manchmal war das Pony geschnitten. Das Pony sieht ein bisschen anders aus, aber hier vorne. Ja, bei mir ist nicht mehr viel Pony. Aber bei mir ist halt wirklich. Früher, als sie noch Haare hatte. Auch jetzt noch hinten sieht es halt wirklich noch heftig aus.
Da muss man wieder ein bisschen kürzer. Da ist dann wieder, da ist dann Bart um die Hälfte kürzer. Haare weg, das ist halt wirklich sichtbar. Als Mädchen könntest du dir legit eine Glatze schneiden lassen und müsstest trotzdem 50 € zahlen. Don't get me wrong, der Friseur ist wichtig und macht safe seinen bestmöglichen Job. Und der schlechteste Friseur ist man meistens selbst. Ja, das stimmt. Von den Videos gibt es auch Hunderttausende im Netz. Laut Brigitte ist das eine Trendfrisur. An der Stelle hoffe ich, Na, dass die euch das kleine Video Brigitte. gefallen hat. Wenn ihr. Die kennst du, Molly. Die Brigitte von 1995. Ähnliche Erfahrungen mit dem Friseur gemacht habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Leute, haut rein und dieses Mal bitte nur die Spitzen schneiden. Heuballen. Ja, sehr schön. Könnte mal beim. Jetzt haben wir wieder eine halbe Stunde für eine 3 Minuten React, für eine halbe Stunde React für ein 3-Minuten-Video gemacht. Das ist bei mir immer so. Das ist dann, da rede ich immer eine halbe Stunde dort, da rede ich immer 20 Minuten darüber. Und dann, ja. Lasst ein Abo beim Philipp da. Der Cutter von Paluten. Flip.psd. Und ja, lasst auch ein Abo bei mir da lassen, da habe ich nach oben, lasst eine Glocke da, ja, glaubt den Kanal und so weiter, um mal wieder von anderen YouTubern zu klauen. Ja, haut rein. Ciao für YouTube. Ciao, ciao.